Hallo, ich bin die Mareike, ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus einer kleinen Stadt in Südwestdeutschland, in der Nähe zu Frankreich. Und ich bin jetzt gerade in Cusco, in Peru. Und ich finde es hier total super. Also ich bin in einem After-School-Programm hier in Cusco. Das ist immer nachmittags, nach der Schule von den Kindern. Dann nehme ich jeden Nachmittag den Bus, so kurz vor 3 ungefähr. Dann fahre ich mit dem Bus circa eine halbe Stunde dorthin und laufe dann noch eine Viertelstunde hoch, weil es liegt oben auf einem Berg. Und aber der Weg, man sieht, hat immer was zu sehen, seien es nur Straßenhunde oder einfach die anderen Menschen. Und wenn die Kinder dann, also dann bereiten wir erstmal, schließen wir auf, bereiten alles vor. Die Kinder müssen, bevor sie in das Projekt kommen, müssen sie sich erst die Zähne putzen, dann die Hände waschen und dann sich noch die Hände eincremen. Und dann erst dürfen sie ins Projekt eintreten und dann müssen sie erst ihre Hausaufgaben machen. Und wenn sie keine Hausaufgaben machen müssen, bekommen sie Übungsblätter. Also je nachdem, wie alt die Kinder eben sind, manchmal ist es auch nur ein Mandala malen. Und wenn sie das gemacht haben, dann haben sie freie Zeit zum Spielen, so ungefähr bis 5. Dann ist um 5 immer so eine Gemeinschaftsaktivität, wo wirklich alle Kinder und wir was zusammen machen. Und jede Woche hat ein Thema. Also wir hatten als Thema zum Beispiel die Welt und dann haben wir immer Kontinente präsentiert oder jetzt haben wir halt Weihnachten gerade und basteln heute Weihnachtsdekorationen. Und sonst eben machen wir immer zusammen eine Aktivität und wenn diese Aktivität abgeschlossen ist, dann gibt es jeden Tag eine kleine Merienda. Das ist so eine Art Snack und das ist jeden Tag was anderes. Das bereiten wir dann immer davor zusammen vor. Also mal ist das so Getreidebrei, mal Obstsalat oder Masamora, das ist eine typische Nachspeise von hier, das mögen die Kinder auch total gerne. Also meine Erfahrung mit Jubelung ist eigentlich total gut. Ich habe das Gefühl, sehr gut betreut zu werden. Es hat schon in Deutschland angefangen. Ich habe regelmäßig mit meiner Mentorin E-Mails geschrieben und ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, sie auf Skype mit ihr zu reden. Dann hat man ein total dickes so ein Preparation Booklet zugeschickt bekommen und da sind so viele ausführliche Informationen. Wirklich, das geht von Flugbuchen über, wenn man hier ist, und sogar Ausflugstipps und sogar Preise, damit man sich so vorstellen kann, wie teuer das Leben hier ist. Und auch hier vor Ort habe ich das Gefühl, dass die Betreuung sehr gut ist. Ich habe hier vor Ort zwei auch Mentoren oder Local Team Leader. Die heißen hier in Cusco Elselin und Raphael und die kommen jede Woche zweimal zum Mittagessen hier in meine Unterkunft und dann essen wir zusammen zu Mittag, reden so, wie es mir geht im Projekt, aber auch über, wenn ich was am Wochenende machen will, geben sie mir hilfreiche Tipps, ja, wie ich das am besten machen kann. Und man fühlt sich sehr gut umsorgt und betreut. Und ja. Dadurch, dass Jubelung ja eine amerikanische Organisation ist, ist eben die Bewerbung auf Englisch und alles. Aber das ist, glaube ich, so Englisch, was man jeder auch noch kann. Und auch dadurch, dass es eine amerikanische Organisation ist, was ich da als Vorteil sehe, dass man hier nicht nur deutsche Freiwillige hat, sondern wirklich Freiwillige aus aller Welt trifft und so auch Freunde auf der ganzen Welt findet. Also ich lebe hier in Cusco in einem Volunteerhaus, in Corichasca heißt es. Und ich mag das total. Also ich finde es total schön. Das hat so einen Innenhof, da kann man dann mittags oder auch morgens immer sitzen und die Sonne genießen und sich ein bisschen entspannen. Man bekommt hier Frühstück und Mittagessen. Und das finde ich eigentlich total cool, dass man sozusagen zwei Mahlzeiten hat. Aber und mittags hat man dann immer peruanisches Essen. Ist auch immer sehr reichhaltig. Und abends hat man aber, kann man dann selber, muss man halt essen gehen. Und das ist ja auch nicht teuer, also es ist anders als in Deutschland, sehr preiswert. Und das finde ich eigentlich gut, weil dann hat man, sage ich mal, das peruanische Essen nicht satt, sondern ist es abwechslungsreicher und hier gibt es total viele Möglichkeiten, essen zu gehen und alles. Also ich habe dann, also ein totales Lieblingsrestaurant von mir ist die Creperia La Bohème, die ist total toll. Ein Lieblingscafé von mir ist La Valeriana, die haben super Kuchen und alles. Dann gibt es auch einen ein Restaurant und Bar, das heißt Limbus. Da hat man eine wunderschöne Aussicht über Cusco. Das ist nämlich generell so schön einfach. Dadurch, dass die Stadt ja sozusagen in einem Tal gelegen ist, sieht man dann abends die ganzen Lichter auf den Bergen. Und jeden Abend, wenn ich das sehe, denke ich wieder, oh, so schön, dass ich hier bin. Und
Cusco ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Da gibt es zum Beispiel das Künstlerviertel, das heißt San Blas. Das ist wunderschön, auch nur zum Spazierengehen. Generell ist es einfach so schön, durch die Straßen zu schlendern und einfach sehen, wie das Leben hier ist. Und aber auch, was die Leute alles auf der Straße verkaufen, sind es Säfte, Empanadas, Churros und alles. Also sehr viel zu essen. Also ganz klar ist Machu Picchu, Cusco ist der Ausgangspunkt zu einem Ausflug zu Machu Picchu. Ganz in der Nähe, aber relativ nah ist auch der Titicacasee. Das ist einer der höchsten schiffbaren Seen der Welt. Das ist wunderschön. Ich war dort selbst schon ein Wochenende und es ist echt traumhaft. Es ist wie so ein kurzer Urlaub. Cusco, direkt nach Cusco fängt das Valle de Urubamba oder das Valle Sagrado de los Incas an. Da gibt es ganz viele Inka-Ruinen und es ist halt eben auch die Berge. Man konnte wandern gehen, war ich auch schon, Ruinen angucken und das ist echt wunderschön. Pisac ist in der Nähe, das hat einen total schönen Sonntagsmarkt oder auch unter der Woche einen Markt. Ebenfalls, also sonst von Cusco kann man auch überall hinfliegen. Ebenfalls sehr bekannt ist der Rainbow Mountain oder La Montaña de los Siete Colores. Vielleicht habt ihr da auch schon mal Bilder gesehen. Das ist so ein bunt verfärbter Berg, relativ hoch gelegen auf über 5000 Meter. Und man kann von Cusco aus total viele auch so Wochenendtrips machen oder auch nur für einen Tag eine Tour machen. Ich mache jetzt am Wochenende, gehe ich zur Laguna Humantay. Das ist eine wunderschöne Lagune mit Schneebergen außenrum und so ganz blau und ich freue mich schon total. Am besten kommt ihr selber hierher und überzeugt euch, wie toll es ist, wie viel Spaß es macht, wie toll es ist, neue Leute, ein neues Land und eine neue Kultur kennenzulernen. Und kommt her, überzeugt euch selbst und genießt auf jeden Fall jeden Augenblick. Es ist absolut wert.